Advent in Zeutschach. Das ist ein Adventmarkt der besonderen Art. Und das liegt wohl an der Lage neben dem idyllischen Teich und die großzügige Fläche, die mehr als 20 Hütten Platz bietet. Die Vorbereitungen laufen schon von Ende Sommer weg. Und die richtige Arbeit von Aufbau und Dings fängt nachher eigentlich Anfang November an, wo die Hütten gestellt werden, die Strom verlegt wird. Und dann in der letzten Woche wird eigentlich noch alles hergerichtet, die Streubank gestellt und mit den Aussteller besprochen, wo und wie was hinkommt. Und so ist unser Arbeitsablauf. Wir hoffen, dass das Wetter uns so lässt. Momentan geht es noch, es ist zwar wenig Regen, aber das Ambiente, vielleicht kommt ein Schnee und dann ist das Ambiente noch schöner. Die vielen Feuerstellen und die Weihnachtsbeleuchtungen sowie das hochwertige Kunsthandwerk und das abwechslungsreiche Rahmenprogramm machen ihn jedes Jahr zu einem Publikumsmagneten. Nicht zuletzt auch wegen der exquisiten Kulinarik und den urigen Porzellanhäferln, woraus Glühwein und Heißgetränke gleich nochmals viel besser schmecken. 2015 war die Geburtsstunde des idyllischen Zeutschacher Bergadvents. Nach den offiziellen Begrüßungsworten und der Adventkranzsegnung durch Pater Alfred Eichmann gab es ein Hirtenspiel der Kinder der Volksschule St. Marein. Schau mal, liebe Frau, da vorne ist was, schau genau. Ein Stall mit ein paar Viecher drin, das schaut recht gemütlich aus und darin wird mir fast ein richtiges Haus. Na, das schaut gemütlich aus, da werden wir rosten, das ist ganz gewiss. Maria und Josef gehen zum Stall und machen sich auf eine ganz besondere Nacht bereit. Also zum Ersten glaube ich einmal, dass die Feuerwehr Zeutschach mit der Familie Köbel hier ganz was Außergewöhnliches leistet. Sie haben tatsächlich noch was ganz was Echtes auf die Füße gestellt und man spürt es auch und man sieht ja auch die einheimische Kraft, die da wirklich vor Ort ist. Wir haben sehr, sehr viel Kunsthandwerk da aus der Region, wir haben Kulinarik da aus der Region und das ist schon ganz was Besonderes und das ist was Echtes noch. Das ist einfach das, was den Bergadvent da in der Zeutscher Haus macht. Nebst wirklich Kunsthandwerk, nebst ein uriger Adventmarkt, nicht so verkitscht, wie manche Adventmärkte sind, muss man ganz ehrlich sagen, sondern es ist bäuerlich, urtümlich. Heuer ist es schade, dass wir nach vielen, vielen Jahren einmal nicht so ein Wetterglück haben, was hier die Feuerwehr gemeinsam mit vielen Helfern und der Familie Köbel auf die Beine gestellt hat, seit vielen, vielen Jahren. Das ist beispielhaft. Und darum strömen auch so viele Leute trotz dem schlechten Wetter da zum Bergadvent auf die Zeutschach. Die Herausforderung ist schon die Logistik bei allen drumherum, dass jeder einen Strom hat, dass jeder Aussteller zufrieden ist, dass auch jeder Besucher zufrieden ist und dass die Veranstaltung auch stimmig ist. Dass auf die Nacht nicht so viel Licht ist, dass es hell ist, aber so viel Licht ist, dass keiner herfällt. Also das sind unsere Herausforderungen auf unserem Weihnachtsmarkt. Und bleibt genug Zeit, dass man selber ein bisschen Glühwein trinkt und ein bisschen die vorweihnachtliche Stimmung ein bisschen aufleben lässt? Das wird sich am letzten Tag im Normalfall ist immer der Zeit dafür, dass man sich dann noch einmal zusammensetzt und dann sich besinnt und die Zeit ein wenig ruhiger werden lässt. Schade, dass diesmal bei der Eröffnung das Wetter nicht so mitgespielt hat. Trotzdem war der Bergadvent in Zeutschach sehr gut besucht und das Wichtigste, alle wurden in Weihnachtsstimmung versetzt. Schöne Adventszeit, besinnliche Weihnachten.